Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive mit Lekrasi252. Vielen Dank, Herr Redovsch LP. Ja, wir machen jetzt heute mal hier ein bisschen im Haus weiter. Ich habe ja heute schon mal ein bisschen angefangen. Nur zur Info, wir machen heute hier, du hast es ja noch nicht richtig mitbekommen, mal effektiv Hausbau. Ja, das hast du mir vorhin schon geschrieben, was der Plan ist. Aber ich muss erst einmal meine Höhle anschauen, wie es da unten so steht. Alles klar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh. Wow. Uhr wechseln. So, hier sind dann 20 Blöcke. Perfekt. Habe Nicht ich so irgendwie perfekt. Stone Bricks in der Truhe gelassen? Schau Ah, ne. einfach nicht. Hier Stone. Okay. Okay, das ist jetzt nicht so prickelnd. Danke, Wasser. So, rasieren wir hier einmal ganz kurz was weg. So. Also Muss auf irgendwie. jeden Fall. Wenn du gleich deinen Lex behoben hast, kommst du bitte mal kurz in die Haupthalle runter. Ja, kann ich gleich machen. Ah, dann musst du auch mal runter zu mir kommen. Ja. Wir schauen uns mal gleich deine Slime-Farm an. Die ist noch nicht fertig. Immer noch nicht. Die ist fertig. Also. Jetzt nur noch die Kürbisse. Und dann muss ich halt noch bei Gelegenheit die Wände auskleiden. So, mal eine Frage am Rande. Du wohnst ja in Bayern, ne? Ja. Also keine Sorge, ich nenne jetzt nicht den genauen Ort. Ist es bei dir wirklich auch so extrem am Pissen wie in Niederbayern momentan? Also es hat vorhin hatte ich zufälligerweise Platzregen beim Autofahren. Sag's mal so, ich bin geschwommen. Mit Alter. 80. Alter. Aber es könnte vielleicht daran liegen, dass ich kein Profil mehr habe. Ja gut, okay, alles klar. Danke für die Info. Aber ja, es hat ziemlich stark angefangen zu regnen. Also ich konnte nichts mehr sehen, obwohl ich Scheibenwischer auf schnellster Stufe hatte. Das Krasse ist nämlich einfach mal, ich war jetzt ja nochmal letzte Woche wegen einem Bewerbungsgespräch in Düsseldorf gewesen. Aber das Krasse ist einfach, die Straße, wo die Firma ist. Ich schaue so heute ein bisschen auf Facebook. Die Straße kommt dir so bekannt vor. Die ist komplett überflutet. Habe ich aber auch auf der Autobahn letztens gehabt. Okay, ich muss hier mal ganz kurz. Ich muss echt mal oben einen kleinen See trockenlegen. Oh. Okay. Doch nicht. Nicht nur ein See. Was ist denn noch? Das ist ein Fluss. Ah. Und da wir hier bauen wollen. A little problem. Ich mache jetzt hier erstmal so ein bisschen provisorisch und dann können wir später, wenn wir erstmal so alles gegraben haben, dann können wir hier schon mal auffüllen. Jetzt aber nicht gedacht, dass wir so tief unter der oder sagen so nah. Hey, hör doch auf. Just Windows Things oder? Ich weiß nicht, ich habe bei mir den Virenscanner abgeschaltet. Was ist? Er ist wieder an. Ach ja. Ich hatte heute, konnte mich aber auch schon Leute wirklich mit dem wundervollen Computer rumschlagen. Ich weiß nicht, ob das auf. Hast du eigentlich gewusst, dass Windows 7 jetzt noch radikaler auf Windows 10 eingestellt ist? Ja, ich hab's schon gemerkt. Alt F4, also Alt F4, um das Fenster zu schließen, wenn du das drückst, bestätigst du automatisch, dass du Windows 10 haben willst.
Was? Ja. Genauso wie wenn du auf das X drückst, lädt es auch Windows 10 runter. Du willst dich jetzt gerade verarschen. Das habe ich heute von meinen ganzen Kollegen in der Schule gehört. Das kann ich irgendwie nicht so wirklich abkaufen. Also es soll richtig radikal sein jetzt. Ich sag dir, wenn ich jetzt demnächst mit Windows 10 rumsitze. Ich hasse dieses Betriebssystem wie die Pest. Das läuft aber nicht schlecht. Ich hasse es einfach. Ey, jetzt merkt jeder, der sich von meiner Truppe das geholt hatte, hatte hinterher extreme Probleme mit LOL. Das liegt aber an LOL, nicht an Windows. Es lag teilweise wirklich selbst an Windows. Weil wirklich, es wurde schon, also die Version von LOL wurde schon längst geupdatet für Windows 10, also so ist es nicht. Wahrscheinlich. Was ist, klappt's? Ich gehe raus aus der Wendeltreppe, steht vor mir ein Zombie, neben mir ein Skell, über mir ein Enderman. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, meine Frage. Wie breit wollen wir so ein Zimmer haben? 5 oder 10 Blöcke? Oder was kleiner? Alter! Das nächste Mal kommt das Schwert. Oder der Bogen wieder. Schade, ich hab keinen Pfeil. Ey, komm schon, war geil gemacht, oder? Ich denk mir nur, was ist denn das jetzt? Ich bin aber immer noch zu geil momentan vom Expert-Mode. Ich hatte nur ganz kurz hier diese graue Schrift hier, dieses graue Feld, wo mir nur angezeigt, und ich hatte echt schon gerade für dieses scheiß Paras bekommen von Formcraft. Ey, jetzt machen wir es 11. Also das hier soll ja der Gang werden, ne? Das ist ja schon klar. Ja. Soll da in der Mitte auch noch einer durchgehen? In der Mitte wollte ich ja dann so diesen Platz haben. Ja. Den kann man 10. ja noch ein bisschen runterlegen. Von 10. Würde ich mal sagen. Gut. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hast du noch eine Kürbisse farmen? Du kannst mir gerne mithelfen, ne? Ja, ich bin gleich fertig bei mir. Dann helfe ich dir. Ich schwör. Ich schwör, Walla. Junge. Warte mal, ich brauche ein paar Kürbisse für Iron Golems. Ja, Mann. Und ein paar viele. Aber ganz ehrlich, es tut gerade mal wieder richtig gut so zu bauen, ne? Ja. Weißt du, was ich einfach momentan nur noch dauerhaft machen will beim Infinity? Was? Das Schönste in jedem Modpack. Bauen? Bienen. Das Problem ist, wir brauchen die. Wir wollen ja später noch auf die Creative Energy Cell gehen und wir brauchen Gastränen. Und Gasbäume. Ja. Mit hier diesem Genetics-Mod ist das voll einfach. Okay. Das Problem ist, bloß damit du an so ein Power-Modul rankommst, was normalerweise so ein bisschen Gold, Bronze und Redstone sind, ne? Ja, nö, das wär ja nicht Expertenmodus. Züchte du erstmal 17 Bienen durch. Und ich hab gesagt, wusstest du, dass die Redstone-Bienen Blitze abgeben? Nee, das ist mir jetzt neu. Ja. Ich hab mich voll erschrocken. Ich hatte mir so eine Luggage gemacht und auf einmal ist sie voll geladen. Ich dachte nur, wo ist ein Blitz angeschlagen? Ja, jetzt ist es momentan am Überlegen, mit einer Lightning Rod hier das Pack ein bisschen auszutricksen. Du musst auch mal schauen wegen deinem bei dir und so, ne? Ob das Pack funktioniert. Ja, müsste ich mal schauen. Also Infinity Vault funktioniert bei mir, das haben wir ja schon festgestellt. Ja. Was ich schade finde. Es ist auch jetzt ein neues Pack im FTB-Launcher, ne? Tut mir leid, ich war die letzte Woche überhaupt nicht am PC. Weißt du, welcher Mod da drin ist? Bracktech? Ja, Tech Reborn.
Ich war echt schon am Überlegen, willst du jetzt das Pack sausen lassen und Tech Reborn? Aber es ist ein Notfallplan, wenn das Pack bei dir nicht funktioniert. Dieses Pack hat nämlich weniger Mods drin. Also beide Packs haben Tech Reborn. Also je nachdem, wir werden auf jeden Fall wieder mit Greg Tech arbeiten. Ja. Alter, jetzt hab ich. Alter, what the fuck? Kannst du dich noch damals bei RIT erinnern, dass ich an diesen einen Tag, wo ich in der Gruppe nur noch geschickt habe, dieses eine Bild, wo es bei mir pechschwarz war? Ja. Also der Himmel gerade bei mir kommt verdächtig nah dran. Hatte ich aber auch letztens. Nicht mal feierlich sowas. Ja. Vergiss mal das Weltuntergang 2012. Hm? Sommer Anfang 2016, ich war dabei. Ist doch so. Also du kannst jetzt mal runterkommen. Ich bin fertig. Okay. Jo, wieder den wunderbaren Weg durch über die Wendeltreppe. Ich liebe es. Anna, sie ist ein bisschen abgewandelt worden. Nein, nicht ganz. Ja, ich wusste es. Wir müssen nachher nochmal ein bisschen farmen gehen, wenn du noch Zeit hast. Wir müssen mal weiter an den Beacons machen. Wie viele Beacons brauchen wir genau? 4, ne? Ja. Ja, genau, Kuh. Danke. Stirb. Scheiß Vieh. Drück die blöde Kuh mich einfach weg. Verstehst du? Blöde Kuh. Verstehst du? Weil Kuh und so. Und das habe ich nicht vermisst. Ich wusste. Ich bin eigentlich bewusst, dass du nicht nur einen Kürbis aufsetzen kannst, sondern Nein. Du kannst ein ganzes Stack aufsetzen. Hm. Wieso willst du einen ganzen Stack aufsetzen? Keine Ahnung, das geht einfach. Komm mal hier runter. Kannst einfach runterspringen. Ah, okay, hier kommen die ganzen Slimes von hinten. 2, 3, 4. Boah, ich würde jetzt gerade echt gerne einfach einen angreifen, damit du ein Gewicht bekommst, ne? Hä? Die bekommst du dann gewischt, ne? Ach, die sind ja nicht auf dich, Akku? Nein. Ich hab's erschaffen. Die können zwar auf mich Akku sein, aber sie werden es nicht sein. Okay. Holy fuck. Hast du Partikel an? Dankeschön. Entschuldigung. Geh rein. Und schau mal kurz bei mir, wie die Partikel vom Schwimmen sind. Lol. Liegen die bei dir auch so weg? Ja. What the fuck? So, können wir dann hier die Ressourcen auch mitnehmen? Ja. Perfekt. Also wenn du Stein oder irgendwas hier lassen willst, da oben ist die Steinkiste. Da oben rechts. Ach, du hast auch auf Dienstag gearbeitet. Ja, ich hatte eine Silktasch-Hacke. Komm hier, alter Freak. Lass doch nicht das rote Eisen hier. Wollt ihr noch abbauen? Ja, ja. Blöcke hast du? Alter, was hast du hier alles gefarmt? Das habe ich alles auf Zeit mit runter. Warte, was hast du da gerade geklaut? Die Kartoffeln. Okay. Ich habe halt irgendwann mal alles hier runter geschafft, weil ich die ganze Zeit zu faul war, hoch und wieder runter zu laufen. Okay. Das Gunpowder nehme ich noch mit, ne? Ja, ja. Die Bücher lass bitte hier. Boah, die Spitzhacken? Willst du dich in die Ender-Chest tun? Gerade nicht. Ich warte eigentlich nur noch auf Mending. Okay. Ansonsten, hier ist nur noch Kabel drin. Ja, es ist wirklich alles so voller Kabel. Ja, ich habe heute schon gesagt in der Aufnahme, die ich gemacht habe, oh, wir haben echt nur so wenig Kabel. Mhm. Aber jetzt haben wir genug von den seltenen Steinen. Ja. Also bald haben wir alles zusammen, dass einmal so ein Street-Digger vorbeischauen kann. Hey, die Sniper hat funktioniert. Ist hier oben schon einer? Ja, hier ganz oben ist so ein Mini-Popel. Bitte, lass dann runterfallen. Ich will sehen, wie er stirbt. Wow, wie kann man nur so ein zynisches Arschloch sein? Bing! Hui!
so sagen. Wow. Ja, nix gedroppt. 6 Slimeballs. Verdammt. 7. Also er hat einen gedroppt. Okay. Mini. Ach, du hast ja Wasserläufer. Ja, 3. Ja, ich muss auch irgendwann mal eine Folge machen oder eine Aufnahme machen, wo ich wirklich nur noch verzauber. Achso, vielleicht, und hier hinten ein schöner Skelettspawner. Ach der. Ja gut, aber was willst du jetzt hier mit dem machen? Der nutzt uns hier ja nichts. Doch. Bau den hier ein bisschen aus. Ups. Idiot. Vollidiot. Oh, da war gerade schon wieder ein Slime. Okay. Ich gehe dann jetzt mal oben weiterbauen, ne? Jo. Komm dann auch gleich. Gleich, wenn die Folge vorbei ist. Ich hab. Hat sie eigentlich auch voll den fetten Schattenbug? Nein. Könnte vielleicht liegen, könnte vielleicht daran liegen, dass ich keine Schatten habe. Also hast du ausgeschaltet? Ja. Damit bekomme ich halt ziemlich viel FPS. Okay. Ich habe auch fast keine Partikel. Wir müssen irgendwann mal hier auch unseren Turm von und zu Popogriffe fertig bauen. Ja. Aber darauf habe ich jetzt gerade echt keinen Bock. Dito. Okay. Wow, soll ich was sagen? Die Folge ist schon in 5 Minuten rum. Lol. It's fast. Es war auch eben wieder bei mir so richtig Standard mit der Deponia-Aufnahme. Ah, ich bin 3 Minuten drin. 5 Minuten, 7 Minuten. Ja, okay. Wie lange habe ich noch? Oh, verdammt. Ich bin 7 Minuten drüber. Es ist einfach so Standard, ne? Bei dir schon. Boah, die Musik ist einfach nur so episch. Wir müssen auch echt mal irgendwann anfangen mit den Emeralds, ne? Mhm. Jo, Alter, wie das gerade anfängt zu pissen. Mir kommt so langsam wieder blauer Himmel zum Vorschein. Ja, den hatten wir. Das hatten wir den ganzen Mittag gehabt. Ich muss mich erstmal gerade richtig hinsetzen. Kann ich ja jetzt mit meinem neuen Schreibtisch. Kennst du auch meinen alten Schreibtisch hier, dieser Halbrunde da? Ja. Durfte ich am Sonntag komplett auseinanderreißen. Hat Spaß gemacht? Oh ja, schön mit dem Vorschlaghammer bearbeitet. Das war lustig. Kann ich mir denken. Ich habe jetzt auch einen etwas größeren Schreibtisch. Das krasse ist, jetzt bei diesem Schreibtisch, der ist größer als der alte, und mein Zimmer ist ja schon verdammt klein. Mhm. Ich habe aber mehr Platz. Hast keine Ecke mit drin? Nein, die ist weg. Ah. Macht natürlich viel Platz. Mhm. Warte mal, kann man jetzt ohne Probleme zu deinem PC-Stuhl durchlaufen? Ohne Probleme. Oh, endlich. Ey, ich kann ihn sogar hier einmal quer durchs Zimmer rollen. Oh. Luxus, oder? Oh ja, aber richtig. Und meine Bildschirme sind jetzt wirklich auch auf eigener Ebene. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Ich sagte, daran gewöhnst du dich so schnell. Ja, ich glaube, mittlerweile habe ich mich auch schon daran gewöhnt. Was ich immer hatte, ist, ich hatte die Bildschirme nicht auf einer Erhöhung stehen. Jetzt habe ich sie halt einfach mal 10 cm oder so hochgesetzt. Hast du wieder umgeändert? Hm? Hast du wieder umgeändert oder? Nee, es ist viel angenehmer. Ich muss den Kopf nicht mal nach unten tun, wenn ich irgendwas auf dem Bildschirm tun soll. Ich muss einfach nur gerade rausschauen. Das ist so angenehm für den Hals. Ja, ich kann mich jetzt einfach zurücklehnen und so ein bisschen mit dem Stuhl zurücklehnen und kann dann perfekt ergonomisch draufschauen.
Hauptsache, ich habe mich heute nochmal beworben bei einer Stelle, die mir meine Therapeutin empfohlen hat, weil das auch perfekt für Autisten ausgerichtet ist. Ich denke mir, ja gut, dann schreibst du da jetzt mal hin, wo du dich bewerben sollst. Ja, guten Tag, Herr Blablabla. Bitte bewerben Sie sich unter dieser E-Mail-Adresse. Die Ausbildung findet in Köln statt. Ich denke mir noch, okay. Du fragst bei der Stellenausschreibung, wo besagt, die Ausbildung findet in Köln statt. Wo findet die Ausbildung genau statt? In Köln. Wow, Captain offensichtlich schlägt zurück. Wohl wahr. Mhm. Also in der kurzen Zeit gab es gerade schon wieder 6 Slimeballs, ne? Ja. Weißt du, was es noch gab? Folgenende? Genau. Ah. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Reinstoßen oder so ähnlich. Und tschüss. Tschüss.